heutige Text von Kurt Tucholsky vergleicht mit zwei sehr bekannten Deutschen miteinander, die auf den ersten Blick nicht sehr viel miteinander zu tun haben. Hitler und Goethe. Ein Schulaufsatz. Einleitung. Wenn wir das deutsche Volk und seine Geschichte überblicken, so bieten sich uns vorzugsweise zwei Helden dar, die seine Geschicke gelenkt haben, weil einer von ihnen 100 Jahre tot ist. Der andere lebt. Wie es wäre, wenn es umgekehrt wäre, soll hier nicht untersucht werden, weil wir das nicht aufhaben. Daher scheint es uns wichtig und beachtenswert, wenn wir zwischen dem mausetoten Goethe und dem mauselebendigen Hitler einen Vergleich langziehen. Erklärung. Um Goethe zu erklären, braucht man nur darauf hinzuweisen, dass derselbe kein Patriot gewesen ist. Er hat für die Nöte Napoleons niemals einen Sinn gehabt und hat gesagt, ihr werdet ihn doch nicht besiegen, dieser Mann ist euch zu groß. Das ist aber nicht wahr. Napoleon war auch nicht der größte Deutsche. Der größte Deutsche ist Hitler. Um das zu erklären, braucht man nur darauf hinzuweisen, dass Hitler beinahe die Schlacht von Tannenberg gewonnen hat. Er war bloß nicht dabei. Hitler ist schon seit langen Monaten deutscher Spießbürger und will das Privateigentum abschaffen, weil es jüdisch ist. Das, was nicht jüdisch ist, ist schaffendes Eigentum und wird nicht abgeschaffen. Die Partei Goethes war viel kleiner wie die Partei Hitlers. Goethe ist nicht Knorke. Begründung. Goethes Werke heißen Der Faust, Egmont, erster und zweiter Teil, Werthers Wahlverwandtschaften und die Piccolomini. Goethe ist ein Marxstein des deutschen Volkes, auf den wir stolz sein können und um welchen uns die anderen beneiden. Noch mehr aber beneiden sie uns um Adolf Hitler. Hitler zerfällt in drei Teile. In einem legalen, in einem wirklichen und in Goebbels, welche bei ihm die Stelle unter anderem des Mundes vertritt. Goethe hat niemals sein Leben aufs Spiel gesetzt, Hitler aber hat dasselbe auf dasselbe gesetzt. Goethe war ein großer Deutscher, Zeppelin war der größte Deutsche, Hitler ist überhaupt der allergrößte Deutsche. Gegensatz. Hitler und Goethe stehen in einem gewissen Gegensatz. Während Goethe sich mehr einer schriftstellerischen Tätigkeit hingab, aber in den Freiheitskriegen, im Gegensatz zu Theodor Körner, versagte, hat Hitler uns gelehrt, was es heißt, Schriftsteller und zugleich Führer einer Millionenpartei zu sein, welche eine Millionenpartei ist. Goethe war geheim, Hitler Regierungsrat. Goethes Wirken ergoss sich nicht nur auf das Dasein der Menschen, sondern erstreckte sich auch ins Kosmetische. Hitler dagegen ist Gegner der materialistischen Weltordnung und wird diese bei seiner Machtübergreifung abschaffen, sowie auch den verlorenen Krieg, die Arbeitslosigkeit und das schlechte Wetter. Goethe hatte mehrere Liebesverhältnisse mit Frau von Stein, Frau von Sesenheim und Charlotte Puck. Hitler dagegen trinkt nur Selterwasser und raucht außerdem Zigarren, die er seinen Unterführern verpasst, gar nicht. Gleichnis. Zwischen Hitler und von Goethe bestehen aber auch ausgleichende Berührungspunkte. Beide haben in Weimar gewohnt, beide sind Schriftsteller und beide sind sehr um das deutsche Volk besorgt, um welches uns die anderen Völker so beneiden. Auch hatten beide einen gewissen Erfolg, wenn auch der Erfolg Hitlers viel größer ist. Wenn wir zur Macht gelangen, schaffen wir Goethe ab. Beispiel. Wie sehr Hitler Goethe überragt, soll im Folgenden an einem Beispiel begründet werden. Als Hitler in unserer Stadt war, habe ich ihn mit mehreren anderen Hitlerjungens begrüßt. Der oberste SA-Führer hat gesagt, ihr seid die deutsche Jugend und er wird seine Hand auf euren Scheitel legen. Daher habe ich mir für diesen Tag einen Scheitel gemacht. Als wir in die große Halle kamen, waren alle Plätze, die besetzt waren, total ausverkauft. Und die Musik hat gespielt und wir haben mit Blumen dagestanden, weil wir die deutsche Jugend sind. Und da ist plötzlich der Führer gekommen. Er hat einen Bart wie Chaplin, aber lange nicht so komisch. Und zwar sehr feierlich zumute. Und ich bin vorgetreten und habe gesagt, Heil! Da haben die anderen auch gesagt, Heil! Und Hitler hat uns Hand auf jeden Scheitel gelegt und hinten hat einer gerufen, stillstehen, weil es fotografiert wurde. Da haben wir ganz still gestanden und der Führer Hitler hat während der Fotografie gelächelt. Dieses war ein unvergesslicher Augenblick fürs ganze Leben und daher ist Hitler viel größer als von Goethe. Schluss. Wir haben gesehen, dass zwischen Hitler und Goethe ein Vergleich sehr zu Ungunsten des Letzteren ausfällt, welcher keine Millionenpartei ist. Daher machen wir Goethe nicht mit. Seine letzten Worte waren mehr Licht, aber
bestimmen wir. Ob einer größer war, von Schiller oder Goethe, wird nur Hitler entscheiden. Und das deutsche Volk kann froh sein, dass es nicht zwei solcher Kerle hat. Deutschland erwache, Jüder verrecke, Hitler wird Reichspräsident, das bestimmen wir. Note? Sehr gut.